Hallo und willkommen zur Lektion Antiproportionalität. In der letzten Lektion hatten wir schon gesehen, wie die Proportionalität funktioniert, und jetzt schauen wir uns die Antiproportionalität an. Antiproportional wird manchmal auch indirekte Proportionalität genannt. Schauen wir uns kurz das Wort Anti einmal an. Anti kommt aus dem Griechischen, ist eine Vorsilbe und heißt so viel wie gegen. Ihr findet diese Vorsilbe zum Beispiel beim Wort Virus und dann hat man den Antivirus. Bei der Proportionalität hatten wir gesagt, dass ein Wert proportional einem anderen Wert ist. Das heißt, wenn ich a erhöhe, wie zum Beispiel 2 mal a, muss ich auch b erhöhen. Bei Antiproportionalität ist das anders. Schauen wir uns ein Beispiel an. Sagen wir, wir wollen dieses tolle Haus bauen. Und für dieses Haus benötigen wir 20 Arbeiter. Und die 20 Arbeiter, die wir anstellen, brauchen einen Tag für diese Arbeit. Notieren wir uns das einmal. 20 Arbeiter brauchen einen Tag. Wenn wir jetzt jedoch nur 10 Arbeiter hätten, wie lange würden diese 10 Arbeiter brauchen? Erinnern wir uns an die Proportionalität. Wir hatten geprüft, wie man von diesem Wert auf diesen Wert kommt, und das gleiche tun wir jetzt auch. Wie kommen wir von 20 zu 10? Und richtig, bei unserem Beispiel müssen wir durch 2 dividieren. 20 durch 2 ist 10. Doch die Frage steht jetzt, sollte ich auch einen Tag durch 2 dividieren? Dann würde ja stehen, ein halber Tag. Wenn jedoch 20 Leute an einem Haus arbeiten und einen Tag brauchen, kann man sich denken, dass 10 Arbeiter, was ja nur einer halben Arbeitskraft entspricht, dass die wahrscheinlich nicht kürzer brauchen werden, sondern länger. Deswegen ist es hier nicht ein halber Tag. Das wäre falsch. Die Hälfte der Arbeiter benötigt doppelt so lange. Das heißt nicht mehr einen Tag, sondern tatsächlich 2 Tage. Sie brauchen länger, weil es weniger Arbeiter sind. Wenn wir jetzt sagen, dass wir nur noch 5 Arbeiter haben, dann haben wir an dieser Stelle ja wieder die Arbeitskraft halbiert. Also 10 durch 2 ist 5. Gleichzeitig müssen wir auf der anderen Seite die Tage wieder verdoppeln. Und 2 Tage verdoppelt, also mal 2, ergibt natürlich 4 Tage. Schreiben wir das nochmal nebeneinander. 20 Arbeiter ist 1 Tag, 10 Arbeiter 2 Tage und 5 Arbeiter 4 Tage. Dann könnten wir noch sagen, wie lange braucht ein Arbeiter? Und da kann man hier sagen, von 5 auf 1 ist natürlich durch 5. Das heißt, wir müssen auf der rechten Seite mal 5 rechnen. Und 4 Tage mal 5 Tage sind 20 Tage. Betrachten wir uns noch ein weiteres Beispiel. Nehmen wir an, es wird gesagt, ihr fahrt 60 Kilometer die Stunde mit eurem Auto, und zwar 3 Stunden lang. Dann wisst ihr, 60 Kilometer in der ersten Stunde, 120 in der zweiten und 180 nach der dritten Stunde. Also die Gesamtstrecke 180 Kilometer innerhalb von 3 Stunden erledigt bei 60 Kilometer die Stunde. Einfach. Wie sieht es aus, wenn ihr jetzt 100 Kilometer die Stunde fahrt? Offensichtlich seid ihr dann schneller. Und wenn man schneller ist, braucht man auch weniger Zeit. Also weniger als 3 Stunden. Das heißt, hier liegt Antiproportionalität vor. Die Strecke bleibt natürlich gleich. Wenn ihr also mal eine Aufgabe bekommt, wie die folgende: 15 Arbeiter benötigen 10 Tage für den Bau eines Schiffes. Wie viel Zeit benötigen 20 Arbeiter? Dann geht ihr wie folgt vor. Als erstes stellt ihr auf, 15 Arbeiter benötigen 10 Tage. Dann müsst ihr, wie mit dem Dreisatz, auf einen Arbeiter herunterrechnen. Dazu müsst ihr die 15 Arbeiter natürlich durch 15 teilen. Anschließend müsst ihr auf der rechten Seite bei den Tagen genau die umgekehrte Operation machen, also mal 15. Und 10 mal 15 ergibt 150 Tage. Nun wollen wir auf 20 Arbeiter kommen. Und dann fragen wir uns, wie macht man das von 1 auf 20? Das ist natürlich mal 20.
Dann müssen wir auf der rechten Seite, da es ja hier indirekt proportional ist, durch 20 rechnen. Also 150 durch 20 Tage ergibt dann schließlich 7,5 Tage als Lösung. 20 Arbeiter benötigen für das gleiche Schiff 7,5 Tage.